Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute möchte ich euch gerne mal ein bisschen was zeigen. Wie ihr schon seht, ich befinde mich nicht auf Google Games und ich habe auch gerade ein Hacklein drin, wie ihr sehen könnt. Und zwar das, was ich euch heute zeigen will, etwas mit einem Hacklein auch zu tun. Digga, wenn ich jetzt sterbe, das wäre nicht so gut. Und zwar hat das dann auch noch in gewisser Weise was mit Google Games zu tun. Ihr wisst ja sicherlich alle, dass man bei Google Games, dass der X-Ray-Client, also wenn man jetzt so X-Ray macht, im Prinzip X drückt, sieht man jetzt hier allerdings, dass Google Games einen Anti-X-Ray-Client hat. Das wissen sicherlich alle, die auf Google Games schon mal gespielt haben, wissen, dass das nicht mehr funktioniert dort. Wieso jetzt eigentlich, ich will euch einfach nochmal zeigen, wie manche Leute zum Beispiel ihre Spawner finden, indem sie zum Beispiel kein X-Ray benutzen, aber trotzdem einen Hackline benutzen. Und wie viele Leute jetzt gerade zu diesem Halloween-Event auch Homes verkauft haben und wie sie das überhaupt gemacht haben, dass sie schon mal diese ganzen Spawner überhaupt gefunden haben. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz kurz so. Ich bin jetzt Game Mode 1, wie ihr sehen könnt. So, Leute. Und wie ihr jetzt sehen könnt, gibt ihr ein sogenanntes Chest-ESP. Chest-ESP, wisst ihr jetzt sicherlich alle, zeigt ihr jetzt alle Kisten in der Umgebung an. Und ihr wisst natürlich, dass auf Griefer Games funktioniert dieses Chest-ESP. Das kann ich natürlich nicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Leute. Nein, Spaß. Also ich weiß, dass auf Griefer Games auf jeden Fall auch funktioniert, weil Chest-ESP kann man, soweit ich weiß, nicht blockieren. Und ihr wisst ja auch, dass sicherlich Spawner immer Kisten mit drin haben. Und deswegen haben viele Leute einfach benutzt ein Chest-ESP und kein X-Ray und haben so ihre Spawner zum Beispiel für das Halloween-Event jetzt gefunden. Wundert man sich jetzt zum Beispiel einfach mal unter. Man braucht jetzt zum Beispiel für das Event, braucht man jetzt einen Zombie-Spawner. Oder was zum Beispiel auch ein allgemeinen sehr beliebter Trick ist, dass man durch die Extreme-Welt fliegt und sich dann, wo halt Plots frei sind, man sieht, da ist ein Chest, aha, da ist es wahrscheinlich ein Spawner, weil sonst ist es in den meisten, in manchen Fällen, in ganz seltenen Fällen ist es denn wie hier zum Beispiel nur eine Mine. Ja, wie ihr sehen könnt, Minen haben ja auch solche Kisten drin. Dass sie sich zum Beispiel durch Nature-Welt fliegen, ganz normal. Ihr wisst ja, Nature kann man sich, gibt es ja keine richtigen Plots, sind im Prinzip die Chunks, die man sich da claimt. Und dann kann man da auch Erz und sowas alles abbauen. Und dann claimen die sich im Prinzip den Chunk, wo diese Kiste drin ist, wissen, da ist ein Spawner und verkaufen dann im Prinzip dieses Plot oder den Chunk, besser gesagt, wieder in-game für, also dieses Plot verkaufen die dann wieder für in-game geht, für zum Beispiel für $10.000, finden jetzt einen Zombie-Spawner, niemand, und ihr wisst ja, wie viel ein normaler geplacer Spawner kostet, oder wenn man sich jetzt selber einen Spawner kaufen will, ist sowas halt eine viel günstige Alternative. So machen auch viele Leute ihr Geld. Das wollte ich euch heute einfach nochmal zeigen und ich möchte euch jetzt mal noch zeigen, wo hier überhaupt der, mit man hier mal einen Spawner sehen kann, wie das überhaupt ist. Ist natürlich auf Griefer Games verboten, Leute, würde ich euch nicht empfehlen, das zu machen. Ich würde euch einfach nochmal die Methode zeigen, wie das viele Leute wirklich benutzt haben, um den die ganze Zeit die Spawner gefunden haben und zum Beispiel den Homes verkauft haben. Oder wie die Leute, die auf Nature die ganze Zeit rumfliegen, sich diese Chunks claimen und dann halt diese Plots dann weiterverkaufen. Finde ich persönlich, ja, ich muss sagen, mittelmäßig schlimm, sowas jetzt mal. Wenn man es jetzt einmal benutzt, zum Beispiel für so ein Event, wenn man ewig keinen Spawner gefunden hat und vier Stunden durch die Farm mitgerannt ist, muss ich sagen, ist meine persönliche Meinung, finde ich nicht so schlimm, weil bei dem Halloween-Event ist auch die Spawnrate von sowas recht gering. Deswegen muss ich sagen, ist das für mich, ja, ich will jetzt sagen, es ist zwar ein Vorteil, den man sich dadurch verschafft, aber ich finde, es ist nicht so schlimm, wenn man das einmal macht. Aber wenn man das jetzt dazu macht, wie bei Nature, um zu profitieren und diese Homes zu verkaufen, ja, und die Notlage dann Leute auslässt, dann muss ich sagen, finde ich das schon wieder verwerflich. Aber wenn man das jetzt wirklich nur einmal für dieses Halloween-Event benutzt hat, ja, würde ich sagen, okay, gut, ist nicht so schlimm. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr das wirklich benutzen solltet, reinzumachen, wenn ihr es wirklich benutzen wollt, um zu gucken auch, ob der Spawner nicht schon längst abgebaut ist. Manchmal lassen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Farmwelt seht, da ist ein Spawner, wollt das Home zum Beispiel verkaufen an jemanden da, seht, dann würde ich euch empfehlen, macht noch dieses Item-ESP an, dann seht ihr da schon, ob da noch Items liegen, weil wenn da noch Items liegen, heißt es, dort war schon mal jemand und der könnte vielleicht den Spawner für XP abgebaut haben. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, dazu mal hinter so eine kleine Masche zu blicken, wie das viele Leute eigentlich, muss ich sagen, im Gebrauch haben. Ich habe es natürlich selber noch nie benutzt.
Und deswegen, wie gesagt, benutzt es nicht, Leute. Und wenn ihr es benutzt, lasst euch nicht dabei erwischen. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.